News am Freitag melden sich wie immer pünktlich um kurz vor 8 und haben diese Themen hier im Gepäck. Und Debüt im Rap-Video, BVB-Trainer Jürgen Klopp und Nationalspieler Jerome Boateng unterstützen ein Projekt für Kinder. Und damit ganz herzlich willkommen. In seinem Video spielen Fußballprofi Jerome Boateng und auch BVB-Coach Jürgen Klopp mit. Doch wie hat der Frankfurter Rapper Du Maroc das bloß geschafft? Seine Single One Touch gehört zu einem Charity-Projekt, das Kids aus sozialen Brennpunkten auf den Fußballplatz holen will. Meinem Kollegen Axel Kreuz hat der 27-Jährige erzählt, wie er die Stars dafür gewinnen konnte. Doch egal, was jetzt kommt, du bist Sohn des Betons. Rapper Du Maroc und Kollege Jonesmann gerieten als Teenager in Frankfurt selbst auf die schiefe Bahn. Doch der Fußball gab ihnen damals Halt. Durch die Freundschaft zu Herthas Mittelfeldass Ben Hatira entstand die Idee, mit einem Track Geld für ein Fußballprojekt für Kids aus sozialen Brennpunkten zu sammeln. Auch Nationalkicker Jerome Boateng und Meistercoach Jürgen Klopp sagten sofort zu. Die Message: lieber ein Zweikampf auf dem Platz als auf der Straße. Durch diesen Song möchten wir einfach den Jungs auf der Straße zeigen, dass es auch anders geht. Auch Du Maroc war kurz vor dem Sprung vom Ghetto-Kind zum Fußballprofi. Eine Verletzung beendete seinen Traum. Der 27-Jährige machte eine kaufmännische Lehre und begann Musik zu machen. Doch auch Profikicker wie Ilkay Gündoğan vom BVB wissen, wie wichtig der Sport sein kann. Wo es letztendlich nur auf eines ankommt, und das ist einfach der gemeinsame Erfolg und der gemeinsame Spaß. Etliche Fußballer wie hier Lukas Podolski unterstützen den Song, indem sie ihn auf ihre Facebook-Seite stellen. Gündoğan hast du gerade angesprochen, vielen Dank, hat das Ding auch gepostet. Du Maroc kritisiert seine Rap-Kollegen, die oft mit ihren Texten schlechte Vorbilder abgeben. Bauen Joint, so wird ein Joint gebaut und so macht man Flaschen auf. Das ist genau der falsche Weg. Am 1. März kommt die Single One Touch in die Läden. Alle Einnahmen fließen in das Projekt Mitternachtssport.